Hier auf dem Mobile World Congress habe ich durch Zufall gefunden eine Technologie für Fingerabdrücke von Smartphones von einer Firma, die nennt sich We Can See. Die arbeiten normalerweise eigentlich im Umfeld so, wo man Security hat. Also beispielsweise, ihr alle kennt das, wenn man in die USA reinreist, werden da ja die Fingerabdrücke abgenommen. Das heißt, aus diesem wirklich hochpräzisen Bereich. Und die haben hier etwas erfunden, einen neuen Sensor, der sich auch für Smartphones eignet. Nämlich, das Ding ist erstmal sehr viel billiger als bisherige optische Systeme, die mehrere hundert Dollar kosten können. Sehr flach, 1,5 mm, ich hoffe, man kann das so einigermaßen hier erkennen. Und vor allen Dingen, das ist ja der Riesenvorteil, man kann das auch komplett unter Glas verbauen, was halt mit heutiger Technologie nicht möglich ist. Dann kann man so schicke Sachen machen wie hier, einfach den Finger drauflegen. Das ist also derselbe Komfort wie heute, nur sehr viel präziser. Was ist der Unterschied? Ich habe mir hier beispielsweise nochmal, kennen wir alle, das Gerät eines großen amerikanischen Herstellers besorgt. So, kennen wir alle, hier unten Fingerabdrucksensor drunter. Kann man, auch das werden wahrscheinlich alle schon gesehen und gehört haben, mit so einem künstlichen Fingerabdruck kann man den ja absolut sofort hier überlisten, nur kurz drauflegen, zack, ist das Ding schon entsperrt. Habt ihr bestimmt alle von gehört. Das funktioniert deswegen, weil es ist letztlich hier der Sensor ein kapazitiver, ja, Mini-Touchscreen quasi, also genau dasselbe von der Technologie her wie hier, reagiert auf Änderungen der fließenden Energie, wenn man den Finger drauflegt. So ist das auch hier, nur höher auflösen. So, deswegen ist das halt austricksbar, weil du kannst halt auch einfach durch diese unterschiedlichen Erhöhungen, Höhen und Tiefen auf diesem Fingerabdruck das einfach austricksen. Auflösung ist 500 ppi, sagt euch ja wahrscheinlich was, also schon sehr hochauflösend eigentlich. Aber das Problem ist, wie gesagt, die Technologie an sich. Trick ist jetzt nämlich, den We Can See macht mit diesem kleinen Sensor hier, den hat man hier jetzt mal angeschlossen. Der funktioniert auf optischer Basis. Das heißt, der wird tatsächlich abgetastet und das mit 2000 ppi, also noch viermal höher als das, was Apple da derzeit so anbietet. So, ich lege das jetzt hier mal drauf. Was ist das Ergebnis? Ihr seht meinen Fingerabdruck hier. So. Und das, der Unterschied ist eben, man sieht jetzt nicht nur diese Linien und diese Formen, sondern das ist halt so hochauflösend, fast schon wie ein Mikroskop, kann man sagen, dass man hier erkennt als weiße Punkte, das sind die Schweißdrüsen. Die sind auch einmalig. Das heißt, ich habe nicht nur diese Formgebung, diese Täler und Berge sozusagen mit der unterschiedlichen Form, die man hat. Ich nehme jetzt einfach eine andere Stelle, sondern da sieht man halt diese kleinen weißen Pünktchen. Das alles sind Schweißdrüsen und die verändern sich auch nicht. Und deswegen habe ich sehr viel mehr präzisere Informationen und das, wie gesagt, das Ganze auch noch unter Glas verbaubar. Es funktioniert auch mit nassen Fingern und das Ganze auch noch billig. Das könnte natürlich etwas sein, was wir künftig vielleicht in Smartphones sehen werden, dass man auch einfach eben halt ein Deckglas komplett durchgehend machen muss, keine Taste unten braucht oder sonst irgendwas. Da bin ich natürlich jetzt mal gespannt, ob das tatsächlich dann bald zu sehen sein wird. Aber das wollte ich euch jetzt unbedingt noch mal zeigen, weil das fand ich jetzt sehr spannend hier von We Can See.